Come on! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Minecraft Forge Modding Tutorials. Und zwar geht es heute um die Nether bzw. End or Generation bzw. um die World Generation. Und zwar haben wir das letzte Mal unser Erz in der Overworld generiert, was wahrscheinlich viele auch machen wollen. Und ich werde das jetzt im Ende und auch im Nether machen. Zuerst mal im Ende, im Nether. Können wir das kurz rauskopieren bis hier, copy, und zwar müsst ihr auch diese Dingens, dieses diese geschwungene Klammer müsst ihr auch mit kopieren. Der gespawnte Block muss natürlich auch noch Minecraft Block sein, aber jetzt müssen wir nur noch, genau, jetzt müssen wir hier einfach noch ein drittes Argument hinzufügen. Und zwar, welcher Block gesetzt werden soll, und zwar Blocks dort. Im Nether, was wollen wir da natürlich ersetzen? Das ist der Netherrack. Also Blocks dort, Netherrack. Blocks importiert das wahrscheinlich automatisch oder haben wir schon importiert. Das Ganze können wir End auch nochmal machen. Einfach nochmal hier reinpasten und hier einfach nochmal Komma. Blocks dort. End. Ich mach nochmal Blocks dort. End war blocks dot end unterstrich stone ist hier. Ich werde jetzt Minecraft nicht noch mal öffnen für das, weil das ist einfach ein sehr kurzes Tutorial. Reicht auch, ihr könnt euch selber von dem überzeugen. Ihr könnt kurz ein Netherportal und Endportal bauen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.